So, da sind wir zurück. 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 Möchtest du eigentlich in der Vorstadt speichern? Nein, aber wir fahren mit beim Hauptarbeitsgerät. Hat man so festgelegt. Gut. Oh, jetzt ist die Anweisung weg. Wieso Wollen wir schon? nochmal wieder? Nee, ne? Nee. Nee, können Sie Pause und zurückspulen. Pause und zurückspulen? Die Zuschauer. Ja, aber wir haben die halt nicht, ne? Ja, du wirst schon wissen, was du tust. Das ist nett. Ja, Lud Müller, schön. Kraftstofffördepumpe ist ein. Das heißt, fahren legen wir ein. Dynamische Bremse. Nee, kann man auch auslegen. SIFA war. Nee. SIFA eingeschaltet. PZB. Wir fahren Reisezug, oder? Ja, wir fahren mit der Lok alleine. Ich weiß nicht, ich habe die Einweisung vergessen. Kannst du die. Achso. Halten Sie in Bewegung, Kupplung, anstatt lässt 10. Bergung vorne an Ihren. Machen wir das. Ne, Aufgabe Aufgabe zeigen. zeigen, genau. Wir sind an. Wir sind da Gleis 10 und sind wir. ich glaube, man muss ein bisschen vorfahren, ein Stück. Fahren ein Stück vor, ja. Ja, oh, einfach rechte Stelle nach vorwärts und dann eine Fahrstufe. Kommt nicht. Fahren es ein. Achso. Lokführerzug Nummer 43 für die Vordienstleitung bekommen. Ja, Lokführerzug Nummer 43 hört. Du kannst jetzt weiterfahren hier, Bahnhof Karl-Marx-Stadt. Deine Wagen stehen auf Gleis 1. Der Rangierer ist bei uns Eins. fertig. Lokführerzug Gleis 1. Nummer 43 geht klar. Freigabe für Geht Fahrt im klar. Bahnhof Karl-Marx-Stadt, Gleis 1. Korrekt, gute Fahrt. Nochmal Freigabe für Gleis 1. Da können wir kommen. Gänsefleisch mal Oh, PZB Gänse. wachsam drücken. Warum denn? Weiß ich nicht. So. Mo, gell? Ne, geht doch. Mo. Ja. Oh, schön. Ja, mal überhornt hier. Träumchen, ein Träumchen. Oh, vorne BW, maximale Schrittgeschwindigkeit. Jo. So. Wir fahren mit 132, 100, 361-7. Gucken Sie Waggonverband an, vorne fahren an Sie den Zug. Na, no, warte mal. War das der Fight for Freedom als Ansager? Krass. Nee, der hat nicht so ein Ja. Dialekt. Hör auf. Herr ja, Uff. Oder lass mich Hier, sagen, wie Siggi sagt. Aschenbecher. Wie. Aschenbecher. Wie. Hab ich doch. Ja. Nimm doch den anderen. Wie unsexy ist dieser Akzent? Ne, pass das mal Aus dem hier. Chat. So. Also auch nur, weil ihr mich nicht sieht, seht, bin ich trotzdem bei euch. Ich gucke mir den Livestream auch an und bin im Chat. Vom Bordbistro aus. Über mein Smartphone. Ist verrückt, dieses 2016, ne? Geht so viel. Fahrsperre ist noch zu. Und dann musst du zurück reingehen auf. Muss ich auch mal Erlaubnis fragen? Wo ist denn Karl-Marx-Stadt Hauptbahnhof 1? Ist das vor uns Na, oder warte, hinter das war uns? an. Warte mal. Halt mit der Ruhe. Ey, manche Mods sind ja auch so krank, ne? Die sind gleichzeitig noch auf TS. Die sind voll im Betriebsmodus. So muss das sein. Ja, ich muss ja, also, seid mir nicht böse, ich muss ja erstmal den Tasten hier. So, Karl-Marx-Stadt, na, ist vor uns. So, gleich 1 ist Ach ja, nee, das kann der Rob nicht, das muss ich machen. Ich muss die Anzeige oben ändern. Rob muss mir jetzt mal sagen im Trello, welches das ist. Ach so, ja. Ach so, die Anzeige, ist Ja, mache noch ich. gar nicht weitergestellt. Check. Würde ich sagen, ne? Hof Dresden?
fahren, wir fahren. Nee. Ist so eine 132. Von Lucky Hook Springer ab Karl-Marx-Stadt nach. Springer irgendwie. Was? Ja, das erste. Dann fahren wir das mal runter irgendwo hin. Teil 1. Ah, oh, Zwangsencounter gefällt. Ich konnte ahnen, dass der Zwangsencounter so schön ist. Da gab es noch Fahrsperre. Also entweder müssen wir noch einen Moment warten oder... Sollten wir anfragen wegen Heizzeichen und Signal drüber fahren? Kannst du tappen, wenn was kommt, dann würde er meckern, aber da vorne kommt was. Oh nee, darfst. Schweine. Na also. Ja, du bist ja Lokführer. Na, bin da mal entspannt. Weil man kennt's ja, ne? Man steht ja vom Hals in den Signalen, dann dauert es ja einen Moment. Momentchen. Ah, Bordbistro. Ah, ist auch nicht so hell im Bordbistro. Gut, Fahrverbot auf hier oben, welchen Signal liegt, dann fahren wir mal ein Stückchen weiter. Nee, wir kommen nicht mehr auf den. Also, wir kommen bestimmt nicht auf den TS. Sigi, das glaube ich nicht heute Abend. Die Strecke ist Freeware. Das kann ich so sagen, Baureihe 628. Das Freeware muss man ein bisschen was runterladen, ist aber auch schon einiges mit reingekommen. Ne? Er hat die Entwickler selber angefragt, ob er Sachen mit zum Download anbieten darf. Ja. Ich glaube, das ist echt pflegeleicht, aber ich habe die auch noch nicht installiert. Schande. Schande. Aber Freeware. Schande. 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 Wenn ihr euch fragt, der Witz vom Hell, der sitzt gerade im Bordbistro und liest den Hitbox-Chat mit. Das ist doch der Hauptchat, ne? Hauptsächlich sind wir doch Hitbox. Müssen uns auch mal einfach dazu äußern, ne? Chatmäßig, wo wir unterwegs sind. Geht. Ja, du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen, das ist einfach so, ne? Auch wenn du willst. Auch wenn du willst. Der Hauptlivestream ist auf jeden Fall auf Hitbox. Ja, also auch Fallback, ne? Wenn alles andere abkackt. Genau, ja. Hitbox treffen wir uns wieder. Macht euch da einen Account. Ja. Ob wir ein Bistro dran haben? Haben wir ein Bistro dran, Jungs? Nee, wir haben eine Lok. Ja, jetzt erstmal eine Lok nur. Wir holen dich ab. Wir fahren. Ah, ihr holt mich. Ja, das ist geil. Wir sind unterwegs zu dir. Kollege, wir fahren zu dir hin. Sei nicht traurig. Also, ich sag's mal so, ne? Wo ich bin, ist das Bistro. Oh, frei geworden. Schön die Formsignale hier. Alle Loks aus dem Osten sind Schrott. Nee. Was? Auf keinen Fall. Ban. Sofort ein Ban. Ban. Nicht mal zeitlich. Komplett ein Ban. Ey, geh aus meinem Livestream raus, Alter. Geh raus. Wir fahren hier gerade 232. Deine Mutter ist eine ostdeutsche Lok. Deine Mutter ist eine ostdeutsche Lok. Oh. Ja, man kann auf Twitch jetzt auch mit Qualitätseinstellungen streamen. Die haben die Kapazitäten erhöht, sagt der Rob. Und verzehnfacht. Ich habe auch noch so Twitch-News. Demnächst kann man da auch Videos hochladen. Also so parallel zu YouTube quasi. Kann man auch sagen, tut mir leid, YouTube, war schön. Ist kaputt. Ich gehe zu Twitch. Wieso? Der Betriebsdienst verweigert mir jetzt weiterzufahren. Hast getappt, ne? Nee, aber gib mir gerade mal die Weichenstellung von dem Signal an. Also Cover, die ist falsch. Dann mach die doch richtig. Drück mal 9 und mach die richtig. Wenn es geht, vielleicht. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss hier. Ist aber cool. Spieler anzeigen. Ja, stimmt. Spieler zentrieren. Achso, so. Aber laut Weiche liegt das richtig, aber das Signal wird sagt es falsch. Fight for Freedom, das ist echt dein Dialekt. Willst du mich veralbern? So tief war das nicht, wo du wegkommst. So tief hinten war das nicht. Es war nicht schön, aber es war nicht so tief. Aber das Signal wird sagt doch eindeutig halten. Lichtraumprofil nicht eingehalten. Nee, die Weiche steht falsch. Und kannst nicht umstellen, ist eine automatische Weiche auf 9 oder was? Da kann ich schon umstellen, aber die Frage ist halt, ob die. Also aber vielleicht fährt der ja jetzt erst. Nee, warte mal, der ist jetzt durch, dann wird die Fahrstraße geschalten. Warte mal, wenn der durch ist jetzt. Und F9 liegt die richtig. Ja, jetzt warte doch jetzt mal, wenn er gefahren. Ja, dann fahr. Guck mal, virtuell rufen wir jetzt den Fahrer da an und fragen halt und dann sagt der Fahrer, ja, Kollege. Fahr einfach. Genau.
Ja, der Witz hier hängt jetzt auf dem Hitbox-Chat rum, genau. Das ist auch schön, man kann sich mal so rausziehen aus der Gruppe und aktiv auf den Chat eingehen. Ich höre hier akustisch trotzdem und spreche auch ins Mikro. Das heißt, ich muss auch nicht auf dem scheiß Handy tippen. Oh, Fight for Freedom, das glaube ich dir, dass du so sprechen kannst. Das traue ich dir zu, das ist das Schlimme. Nicht, dass ich dir das nicht glaube. So. So, jetzt fahren wir an Zug, ja, du. Ja. Ne? Rob ist ganz ruhig. Rob ist total ruhig. Was ist denn los mit dir? Ja, ich gucke einfach und guck. Oh, wenn Twitch Prime exklusiv wird, da habe ich nichts dagegen. Da kriege ich bestimmt was ab pro Video. Nicht so wie bei YouTube, wo ich ungefähr nur für 20% was abkriege fürs Video angucken. Dann nehme ich doch Twitch. Ja, da gibt es auch Werbeblocker. Oder YouTube Red. Ich würde mir YouTube Red kaufen. Werbung wegklicken nervt mich einfach. YouTube ohne Werbung. Die Weiche wäre eh schon aufgefahren, weil Thomas zu spät gehalten hat. Nein. Das haben wir von hier genau gesehen. Nein. Guck genau hin. Ich habe rechtzeitig angehalten. Warum ich nicht auf dem Zwiebelmarkt in Weimar war, weil ich das Wochenende davor in Weimar war. Und ich fahre nicht jedes Wochenende nach Weimar. Weimar war. Als ich mal in Weimar war, war ich in Weimar in der Weimar Bar. Aber in Weimar gibt es keine guten Bars mehr. Weimar ist einfach nur kaputt. Ah, du hast den gefunden, ja. Wir haben ihn gefunden. Weimar macht den C-Keller dicht und das vom Zwiebelmarkt. Alter, das geht gar nicht. Da ist er ja. Das ist so ein Fehl. Das ist so ein. Da muss die Jugend wegziehen. Dann lass die Alten unter sich, dann muss die Jugend wegziehen. Das geht gar nicht. Gänsefleisch. Mit Gänsefleisch habe ich doch gerade schon was gesagt. YouTube Red wäre RedTube 2.0? Nee. Ich hatte RedTube nicht. RedTube? Nee. Ich hatte das gleich wie... Rob, du sollst keine Werbung mehr vor deinen Videos bringen. Wieso? Was soll ich dir sagen? Davon lebe ich, ja. Einfach... Ach, ne, leben tust du von was anderem. Für Leben stehst du frühs auf. Nee, aber der Kanal lebt davon, ne? Die hat uns. Train Simulator ist teuer. Ja. Irgendwoher. Da geht auch nichts im Bier oder sonst was. Oh, Bier ist nur bei Koppeln. Zugbier. Ja. Koppeln. Das, was ihr uns schickt. Richtig. Und nehmt bitte Abstand von Alkoholfrei und Alster. Ich und Radler. Melden. Alles okay. Wechseln nun in nehmt da bitte echt Abstand von. Das ist. Gegen 6.55 Uhr. Wir haben Verspätung. Ich hab zu lange gebraucht. Was es bei uns zu essen gibt. Die beiden haben sich Pizza reingestylt und ich kämpfe noch an meinen Asianudeln. Mit Erdnusssoße. Hauptsache Nüsse. Oh. Wir brauchen mehr Nüsse. Bin irgendwo hingekommen. Wo bist du denn hingekommen? Weiß ich nicht. Oh. Kannst du nichts machen lassen, den Lokführer, ne? Macht nur Scheiße. Der Lokführer macht nur Mist. Oh, fast im Betriebsanlauf. Was hast du denn gedrückt? Ich bin irgendwie hier oben hingekommen. Ja, das kann natürlich mit Twitch passieren, dass das mit Prime alles so eingebunden wird oder sonst was. Aber ich glaube, solange Konkurrenz da ist und die Konkurrenz das kostenlos macht, wird sich das nicht ändern. Ich weiß aber auch nicht, was mit YouTube Games und sowas wird. Das sagt mir alles noch gar nichts, was das werden soll. Der ist kaputt. YouTube macht da auch genug. TS abgeschmiert. Der ist kaputt. Ja, der Loki baut Mist. Nein! Der Loki! Soll ich schließen? Ja, schließ den. Ja, ja, das bringt nichts mehr. Der ist irgendwie tot, Young. Sterntaste sollst du mal drücken. Sterntaste. Finde ich sehr gut, Sven. Das war nochmal neu starten. Danke, Sven. Das halt da müssen wir, aber das war auch noch nicht so lange gefahren, ne? 2 Minuten oder was? Nee, ich bin auch irgendwie an eine Taste. Safe Dump? Keiner. Habt ihr einen Safe Dump? Nö. Nö, kein Safe Dump. Wir machen nochmal. Nee, Thomas sitzt schon. Wir machen nochmal. Dann geht noch mal. Das war so ein schönes Szenario. Sah gut aus, hat mir schon gefallen. Ja. Ja, der Lokführer ist das Bier nicht gewohnt, das kann natürlich sein. Der hat es selber mitgebracht, ne? Wir haben ja extra noch... Nee, eigenes Bier. Das war der Train Simulator, ey. Dieser miese Sack. Train Simulator war da. Wir haben ja gesagt, wenn er Zwangsen kriegt, dann... Richtig. Dann vom Train Simulator. Der ist auch noch ein Faktor. Hat er ja gar nicht. Abgeschmiert. Sowas von der Zwangse, Alter. Ein Simulator kaputt gefahren. Abgemangelt. Ein Simulator kaputt gefahren. Abgemangelt. War das eine eingeschickte Aufgabe eigentlich? Ja. Das ist schön. Die ist ja im Test wohl richtig gut gelaufen. Philipsferse mit dem Rasiermesser. Entschuldigung, ich bin gerade irgendwie auf F19. Ja, das ist live, genau. Daran merkt man, dass das live ist. Das ist der Vorteil, das gibt es auf YouTube nachher nicht mehr.
Live-Sendung. Obwohl, ist ja keine Musik gerade, da kann man auch guck ruhig mal, das auf YouTube ZDF noch kriegen. Guck mal, ZDF eine Live-Sendung, die machen nur Scheiße. Die machen Live-Sendung? Hm. Wetten, das gibt's doch nicht mehr. Nee, aber die machen Live-Sendung. Da wirst du nur von deinem Vater überfahren. Ja, alles andere gucke ich nicht. So, Springer ab Karl-Marx-Stadt, nochmal. Der Sternpapa, das ist ja ein geiler Nickname. Hallo, hallo Sternpapa. Ja, ICE-Fan 411, wenn der Hitbox-Chat mehr Beachtung findet, ich sagte, ich bin bei Hitbox gerade. Ich sitze hier schön gechillt im Bordbistro. Ich liege eigentlich mehr auf der Couch und lese Chat und gucke den Stream. Na, ist doch gut, ist ja entspannt. Ja. An der Stelle. So, jetzt machen wir die Aufgabe nochmal. Guten Morgen, Kollege. Du fährst einen Zug heute ab Karl-Marx-Stadt auf den Teilstock bis Freiberg. Deine Waggons werden gerade bereitgestellt. Rüste jetzt die Lok auf und warte auf weitere Anweisungen des Fahrensetters. Wenn du gleich in den Bahnhof fahren darfst, ist bei Halt sein Signal eine Freigabe-Tab-Taste anzufordern. Gute Fahrt. Na, dann machen wir nochmal. Also, Wer es noch nicht gesehen hat, oben rechts, ne? Rob hat 3 Zwangs und ich habe eine. Thomas 0, denn Thomas kriegt eigentlich einen Safe-Dump-Zähler. Ja, das war kein Safe-Dump. Ey, ich krieg Aua in die Ohren, ne? Das war kein Safe-Dump, das war. Scheiße, dass die Lok schon läuft, ne? Eigentlich musst du das Szenario als Szenario-Bauer anstarten, die Lok ausschalten, runterfahren und dann speichern und das Szenario so veröffentlichen. Ja, aber. Cold and Dark, sag ich nur. Cold and Dark. Die Lok kannst du nicht richtig. Die kannst aufpassen. Du anmachen. Ja. Ja, und, ein Schalterchen. Kannst die E-Bremse vergessen. Ja, und den anderen Kram, den du noch brauchst? Nee, warum? Und am, besten noch, am besten noch einen Personenverkehr hinten dran. Dann fährt die Lok nicht los, wenn die E-Bremse angezogen ist. Und die Zugheizung auf voller Stufe. Dann hat das Mädel Last. Muss der Zug gar nicht so lang sein. Schön knackiger Januar, so ein 30. Januar, so ein Witz vom Hell-Geburtstagszug. Mit einer BR232. Lokführerzug Nummer 4313. Los, ja. Go ran. Ja, Lokführerzug Nummer 4313, hört. Thomas, du musst lippensynchron mitsprechen. Nee, den Lokführer. Achso, den Lokführer. Rob muss den FDL sprechen. Lokführerzug Nummer 4313, geht klar. Freigabe für Fahrt. Geht klar. Karl-Marx-Stadt, Gleis 1. Rob? Korrekt, gut. Nee, nur lippensynchron. Ja, kann ich nicht. Doch, so wie du es hörst. Stell dir vor, ich habe meine Hand in deinem Hintern. Ich bin Elektriker. Stell dir vor, ich habe meine Hand in deinem Hintern und ich greife dir von Ober- und Unterkiefer. Nein. Geht nicht. Also müssen wir vorfahren und dann zurückfahren. Oder so, ob für Susi noch mehr Triebwagen-Loks-Strecken kommen und wenn ja, was kosten die was? Ja, werden kommen, weil Susi ist ein sehr Community-betriebener Simulator. Es dauert halt und einfach seine Zeit. Wenn die kommen, kosten die aber auch nichts. Das ist alles Freeware von der Community. Also gibt's keine kostenpflichtigen Add-ons, ne? Die Strecken werden erweitert und das ist Community-driven. Also kostet nichts. Ist eine gute. Ja, ihr wisst, was ihr bezahlt, wenn ihr es kauft. Ja, der Akzent, ne? Das ist der Fight for Freedom hier. Das Schlimme ist, der kann auch 3D-Objekte. Der hat zum Beispiel die Moselstrecke mitgebaut oder gebaut. Mosellein? Ja, entlang der Mosel von Aerosoft. Published, von Petlabs erstellt. So, Silesia, der einfach pitch nochmal. Was kostet denn der Zusi? 50? Oh Gott. 70, 80, 63? Ich muss gucken, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube für 63 Euro, dann könnte so sein, aber dann kriegst du nur 63? Ja, kriegst aber die kleine Box mit einem USB-Stick. Was denn günstiger? Mhm. 60 Euro. Weiß gar nicht, ich muss passen. Ich muss passen. Ach, Game 444, das würde ich so nicht sagen. Alle ins Bordbus und lass mich alleine hier. Mit denen. Oh Gott, das hat das. Oh, was ist denn jetzt hier los? Oh. Stehplatz im Bordrestaurant, ey. Voll im Bordbistro hier. Ja. Ich hab voll den Stehplatz gehabt hier. Also mag alle in der YouTube. Komm ich mal zu dir. Hallo, was rast auf dem so? Kanal von Rob Wied. Ich bin hier, ich hab mich hier eingehackt und ich bin hier auf dem Kanal von hier. Von weiß ich nicht wo. Ich hab mich hier eingehackt. Achso, du bist auch. Ich hab gehört, ihr mögt Eisenbahn, also fahr ich Eisenbahn. Ja, ich fahr Eisenbahn für Eisenbahner, für mich und selbst. Was machst du denn? Ey, lass doch mal die Finger hier. Mal Licht. Was? Licht auf dem Tacho? Mach doch was. Instrumentenbeleuchtung an sich gibt's nicht, oder was? Ich weiß ja nicht, ob die hat. Shift L ist das hier. Ja, nee, dann nicht. O auch nicht. I oder O nehme ich es immer sonst, aber hat sie nicht. Nee, hat sie nicht. Die hat nicht. Hat sie nicht. Sag was, hat sie nicht. Hat sie nicht. Klimaanlage, hat sie nicht. Hat sie nicht. Klimaanlage, Fenster. Schiebedach hat sie auch nicht. Ach, doch, hat sie. Schiebedach? Ja. Ähnlich.
PCB hat sie. PCB hat sie. PCB ist an. Ja, wir fahren gibt es eigentlich Dieselloks mit LZB? Es gibt Dieselloks mit LZB. Die 66er? Klasse 66? Nein, nein, nein. Die auch nicht? Die hat ATB, keine LZB. Hat der englischen Kram? Englischen Kram oder was? LZB. Nein, kenne ich keiner. Hat er irgendeine Diesellok? LZB? Das ist eine Frage ähnlich. ICE-T? Nein. Ja, doch. Ja, ne, oder? Ja. Naja, ist ja. Ja, die kleinen, aber die anderen Dinger hier, nee, Diesel ist ja nix. 648, diese neuen Dieseltriebwagen, die 600er Gruppe jetzt, 650, die haben doch LZB, oder nicht? Ha! Bist du eigentlich für einen Lokführer? Jetzt fahrst du. Bist du Güterzugfahrer, oder was? Jetzt hör mal auf hier. Fährst du Güterzüge, oder? Ey, da ist die Tür, ich halte an für dich. Ja, ey, der schmeißt mich raus hier. Am Bahnsteig. So, ich gucke jetzt nicht auf Ich stelle eine simple halt. Frage, du musst dich einstöpseln erst noch. Ja, ja. Hast du aber gar nicht ausgemacht, ne? Du bist Mitte gewesen, gut. Simple Frage gehabt. Das Weichensignal liegt richtig. Ist im Back. Gibt es Dieselfahrzeuge mit LZB? Und dann sagst du was hier, 648, 650? Weiß ich nicht. Ja, weißt du auch nicht, ne? Nee, keine Ahnung. Ja. Da. Das Knirschen auch so? Ja. Genau so? Ja. Woher kommt das? Erklär mal. Von dem, also wenn ich zeige, sieht man es ja nicht, oder? Ja doch, aber spiegelverkehrt. Ja, so. Ja doch, du sagst ja nicht mit der Passe. Da oben? Da ganz, ganz Wieso oben. Von oben? Na, weil das ist die Anzeige, also die Anzeige ist gut. Der Halter für die Uferpläne, beziehungsweise La, beziehungsweise... Das kommt von oben, das Geräusch? Ja, das ist... Das klappert so. Tatzlage? Nee, Tatzlage. Keine Ahnung. Nee. Das ist einfach die Klappe wackelt so. Die Klappe, also dieses Teil, was das ja. Die Uferpläne und sowas hält. Ja, ich muss da mitfahren, wa? Du musst mal mitfahren. Der red mal mit dem Chef. Ja. Chef, hier, pass auf, der macht Trainsimulator-Videos. Ja, stimmt. Fahren wir mit. Die ICDTD. Das muss ich selber hören. Der hat LZB bestimmt, oder? Ja, hab ich auch gesagt. Hab ich auch noch vermutmaßt. Vor den 600er-Serien. Wusste auch nicht. Echt? Ich glaube, die haben LZB, ja. Ja, klar. Also sicher bedingt mir nicht, aber ich glaube, die haben LZB. Ja, ja. Was ist denn das für ein schöner Bahnhof? Karl-Marx-Stadt sind wir hier. Geil, da war ich noch nie. In Chemnitz. Chemnitz. Noch nicht mal im Train-Simulator war ich hier. Noch nicht mal im Train-Simulator war ich hier. In Karl-Marx-Stadt. Wie bitte? Hab ich nicht. Was stimmt mit dir nicht? Hab ich nicht, die Erweiterung. Zwei, ich hab noch nicht geupdatet. Was? Oh, diese alten DDR-Dos-Dos, geil. Ist das nicht ein bisschen schnell? Passt. Alter, du bist so ein Pro. Fehlt noch ein Stück. Tiefen Respekt fürs Bremsen, echt. Ach, alles gut. Ich hab's den Spruch mal gekriegt, auch vom Lokführer, vom DB-Lokführer. Fand ich ganz gut. Die erste Bremsung gehört dem Lokführer. Nein, die ersten fünf. Die ersten fünf? Die ersten fünf. Ah. Im Güterverkehr. Die ersten 19 irgendwann. Die ersten 19 beim Witz. Die ersten 19 ausgeweiht. So, dann wechseln wir den Führerstand. Ah, nee, erstmal ankuppeln, ne? Weißt du wo? Ja, hier unten. Klingklong. Ja, läuft. Klingklong, Anhang, so. Oh, hier, was haben die denn hier? Zwei Drehbühnen in Karl-Marx-Stadt? So, Führerschein. Hast du gesehen? Die haben 16 Drehbühnen. Drehbühnen? Ach, hör auf. Ja, aber mehrere auf jeden Fall. Ja. Und dann so ein Bahnhof. Wir sind doch gerade mal ganz ehrlich, wie? Aber auch so ein ich bin gerade total begeistert. Losgefahren. Hab ich vergessen. So, total begeistert. Also, Chef, so einen großen Bahnhof mal mit Formsignalen erleben zu können. Das ist doch Hammer. Guck doch mal hin, Alter, der hat Formsignale überall. Oh. Wo kriegst du denn noch so einen fetten Hauptbahnhof im Train-Simulator mit Formsignalen? Gar nicht mehr. Nicht mal in Leipzig. Ist der Hammer. So. Guck mal, wärst du noch früher geboren, könntest du jetzt hier das gewesen sein. Zu DDR-Zeiten. Schön mit Formsignalen am Karl-Marx-Stadt Hauptbahnhof, Pioniertreffen, fährst die Jugend hin. Die Transportpolizei kommt gleich vorbei und nimmt sie fest, ja. Genau. Dö. Wenn sie noch mal hier so was erzählt in den Raum stehen, das geht. Keiner hat hier grüne Haare. Keiner hat sie. Sehr schön. Welt, ja. So. Überspezifisches Dementi. Ja, wir fahren Zoo-Zoo-Reis. Sehr schön. Sehr schön. Dieses Lochblech, einfach grandios. Sehr geil. Hier oben ist übrigens hier, was ich zeigen wollte, weißt du? Unsere Jalousie nach oben. Jalousie nach oben, vorne in der Frontscheibe oder was? Nee, hier oben. Kannst du hier, da sind zwei Dachklappen, dann kannst du aufmachen und dann kannst du Luft von oben. Aber wo kommt die denn raus? Also wie da ist doch kein Einlass. Wo ist denn der Einlass für die Luft? Nein, das sieht man nicht. Das ist ach, halt das kommt durch das Luftgitter. Ja, genau. So ein geil. Hier ist quasi so ein. Es verwirbelt ja gut. Genau, richtig.
Ah, das so, ist wie so man hier Sonnenblende. Ja. Sonnenblende kann man runter machen. So. Ja. Nutzt man die? Brauchen wir? Morgens, morgens und ja, abends. Ja, ne? Also. Wenn ja, sie tief steht. Ja, ja, auf jeden Fall brauchst du. Und wenn, ja, du, Ost-West, riesige, wenn du Ost-West fährst. Die hat eine riesige Fenster, das heizt so auf, das ja. ist Wahnsinn. Wenn man es nicht brauchen würde, hätte sie es nicht eingebaut. Da gibt es eine gute Folie die mittlerweile, die so UV-Strahlung abhält. Kann man ja. machen. Ich sag's ja nur. Das ist der Bahnhofshupe. Ja. Dann haben wir hier das normale Typhon. Also die Bahnhofshupe ist für den Rangierdienst oder was? Ja, genau. Mhm. So. Dann haben wir hier Lüftersteuerung automatisch. Was? Ja. Dies macht man auch mal automatisch oder was machst du? Nee, machst du nur, wenn die Temperatur jetzt zu hoch wird und dann siehst du, funktioniert nicht die Automatik, schaltest du ein. Ist da schon einer eingestiegen eigentlich mal? Also wir können so, auf jeden Fall losfahren, also ja. Ausfahrsignal und na, hier so. Hier steht auch wie Karl-Marx-Stadt irgendwie. Ja, aber vor 10 Minuten. Guck, wenn sie Waggon an, haben wir doch schon. Oh, ich glaube, ich habe die Aufgabe zerstört. Ja, aber es ist Ausfahr. Fahr mal los. Ah, du kannst doch losfahren. Fahr mal los. Signal ist doch okay. Wo soll man? Kam Marx Hauptstadt schon 1 haben wir. Ja, haben wir gemacht. Los. Lös, ja. Raus mit 40. Volle Pulle. 40, nee, 60. Ausfahrt mit 60. Geil. Den Russen muss ich von draußen sehen. Ich will Diesel sehen. Ich will Wolken sehen. Wenn kannst. Ich glaube, Türen ist bei der Kiste scheißegal. Zwei. Ja. Ja. Den Sound brauche ich. Ja, ist altbelüftet. Ist natürlich cool. Geil. Ist das ein Sound? Lieb ich. Ja, da gucken wir mal nachher, wenn wir richtig abgeben. Ja, wenn du mal richtig reindrehst. Das macht nur so einen Bock mit der Kiste. Schön durch die Gegend dieseln. Ist besser als Dampflok fahren, ich sag's euch. Diesel ist auch was anderes als E-Lok fahren, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall. Ja, es gibt so echt drei Antriebsarten und das sind alles drei verschiedene Fahrweisen. Naja. Das kannst du gar nicht vergleichen. Ja. Frag doch einfach nochmal. Was soll ich fragen? Nee. So. Stand im Chat. Ach, wann du mal wieder die Strecke Neustralsund, Neustrelitz, ach, Stralsund, Neustrelitz fährst oder sowas. Oh Gott, keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Sound der 218 ist trotzdem schöner. Nein. Hau du auf. Bist so Wessi, ey. Ja, bist du Wessi. Dann bist du halt bei einer 218 groß geworden an der Bahnstrecke. Ich habe immer das Ding lospfeifen hören. Der geilste Sound ist der von der Ludmilla, ey. Stralsund Grillen, was heißt du? Ja, ist es doch, oder? Sitzen wir doch drin. Sag ich, ja. So. Boah, die Doppelstockwagen, also, Hammer, ne? Ja, jetzt komm mal. Ja, und die vom Dampfzug, ne? Von einer schönen BR 252. Gab's damals nämlich auch schon die Doppelstockwagen, diese grün. Ja. Sehr schöner Zug. Ja, du bist nicht Dampf. Du bist kein Dampf. So, jetzt steht der Warmeister, hier am Zug dran. Und dann kommt die 132 und niedet ihn um. Ein Lokführer namens Ove. Wer steht da jetzt und warum? Worauf wartet der? Wer steht der Warmeister steht da, einfach nur so. Der Wagenmeister, der hier zusammenstellt und so ein Kram an der Ecke. Nee, der Warmeister untersucht den Zug hier, den Reisezug. Ja. Geil. Ja. Oh, die Wagen klingen auch schön. Schöne Laufgeräusche. Welche sind das denn, die so klingen? Ist ja echt bodengemischt. Die finde ich auch so geil von der Farbe her, ne? Fetzt. Grün-beige. Ja, ich hab die Aufhörer kaputt gemacht. Ach ja, wir fahren, das kriegen das hinten, war, oder? So, warte, Flöter. Was ist kaputt? Die Aufgabe. Die Aufgabe? Naja, wir haben ja hier Karl-Marx-Stadt, verhalten Sie. Halten ach so, immer noch. Hier in Karl-Marx-Stadt, weil ich sehe, ich kann mich nicht anhalten. Ja. Ach, fahr mal. Alles gut. Fahr mal nach Signallage. Ja, so lange wie du darfst. Da kann eigentlich auch hier. Ey, jeder Teil ein Rausschmeißer. Jeder Teil ein Rausschmeißer. So ist schön. Und ihr seid trotzdem noch da. Das gefällt mir an euch.
Achso, ich wollte eigentlich Chat lesen. Werner, lese ich gerade. Harten fahren, Schwingungen, ein Vibrieren des Halters, den Thomas erwähnt hat. Ja. Danke, Werner. 20. Versuch. Ja, sorry. Muss wieder ins Bordbistro und auf dem Handy lesen und zugucken. Aber ich kann ja hier den Chat schauen. Ja, wieso? Aber bei der LZB, bei Dieselloks geht es ja auch theoretisch darum. Bist du an? Ja. Es geht ja eigentlich bei Dieselloks auch darum. Der Diesel ist so laut. Oder bei der LZB darum, um die Zugfolge zu erhöhen, oder nicht? Was? Ja, die Dichte bei der LZB. Du willst ja die Blöcke auflösen. Da bist du immer noch, das war vor einer halben Stunde. Ja, wurde ja gerade geschrieben. Ach so, ja, da war ich nicht mehr bei. Ob wir bis 6 Uhr durchhalten, wieso? Kommt da Formel 1? Na, um 7 kommt Formel 1. Um 7 ja, um 7 geht das Rennen los, aber da ist bestimmt der Countdown auf RTL mit einer Stunde Vorberichte. Bis 6 Uhr schaffen wir bestimmt. Thomas, wie fährt ein echter Loktriebfahrzeugführer in und aus dem Bahnhof? Na, wie gerade gezeigt. Wie gerade gezeigt. Einfach zurückspulen. Guck einfach zurückspulen. Guck einfach auf YouTube mal. So, der Norman hat noch ein Szenario für mich mit der Ludi. Ja, weiß ich nicht, wenn es hier schon vorher eingeschickt und getestet wurde, dann kann das sein. Wenn nicht, dann nicht. Ja, schick einfach. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel den Plümel, der ist mit so einem Zug mal zu DDR-Zeiten von Rostock nach Karl-Marx-Stadt gefahren. Nachts mit Schlafwagen. Schön mit der Ludi vorne. Das ist ein schöner Schlafwagen. Kann man besser einschlafen? Ich glaube nicht. Ja. Also ich glaube, wir fahren als Rausschmeißer nicht ETT. Achso, ich muss ja den letzten Schwimm sein. ETTS. Wie heißt das? ETCS. Ja. Eurotruck-Simulator. Ja, fahren wir wahrscheinlich. Eurotruck-Simulator fahren wir nicht, ne? Nein, das war was ganz was anderes. Fahren wir nicht. Nesca-Rennen wurde wegen Wetterbedingungen abgesagt. Frechheit, feigen Schweine. Von wem war das? Ja, natürlich hat man die Ursprungsidee der LZB war eigentlich, Geschwindigkeit über 160 km/h fahren zu können, oder? Ja, auch, aber auch eine dichtere Staffelung im Netz. Ja. Ne? Also das S-Bahn München. Und das auch durch höhere Geschwindigkeiten, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ja. Ja, S-Bahn München haben wir doch noch was gleich bestimmt. Da hätte ich Bock so. Das, meine Freundin, die 430, ne? Wir sind so. 430 und ich. Wenn du die aufgerüstet kriegst? Ja. Also hier sind Leute nicht zufrieden, dass auch Thomas keine Zwang so einfängt. Oder wollen, dass du den Zwang so einfängst. Oh, ja, kommt, warte, hier ist es nicht, lass ihn. Krieg noch, der kriegt noch ein Bier, der kriegt noch ein Bier. Der kriegt noch ein Bier. Wer so gut fährt, kriegt noch ein Bier. Ach, auf der Rodachtalbahn war das noch mit der Ludi. Das andere Szenario vom Norman. Hab ich auch. Den roten Pfeil sollen wir rauswerfen. Wo ist denn der rote Pfeil? Den roten Pfeil hatten wir mal irgendwann. Hat die Ludi eine Anforderungs-SIFA? Ja. Ja. Hat sie. Die Ludi hat eine Anforderungs-SIFA. Alle Ostloks, oder? Gibt es für den TS eine ETCS-Strecke? Hm. TGV, ne? TGV hat eine. Marseille, London, was ist das? London, irgendwas, bla. Ja, bitte. Ach, dieser High One? Ja, genau, High Speed London, Farber, ja. Keine Ahnung. Ja, Chat, da kann man auch mal was anderes machen, kann man auch mal zugucken. Ja, du fährst echt souverän, ne? Finde ich gut. Was? Ich sag, du fährst souverän. Naja, ist ja Beruf halt, ne? Ja, eben, deshalb, ich sag, ich find's gut. Da 100. Wie ist denn bei dem jetzt die Oculus Rift Unterstützung? Oculus Rift Unterstützung mittlerweile. Gerade jetzt hier so ein schönes VR-Pit. Ist ja alles 3D. Kannst ja rundherum gucken. Mach ich ja jetzt auch schon mit dem Trecker her. Tasten hast du drauf. Da legst du die Patcher-Händchen drauf und fährst.
Ja, aber ist ja das auch oh, schön aufdrehen. Also beim Train Simulator habe ich noch nicht erkannt, was da besser werden soll dadurch. Wird, ja gut, die... Ich muss mal ganz kurz noch was sagen, Bahnhof Hannover ist mir scheißegal. Und ich war noch nicht im Bahnhof Hannover. Oculus Rift wäre ja dann auch, du kannst so rumgucken, aber ja. Du kannst ja auch mit diesem... Nee, aber du guckst ja wirklich... Dings. Ja, aber du hast ja wirklich 3D und guckst auch rum. Nee, aber du kannst mit dem Dings... Tricky Air? Ja. Kannst du auch rumgucken. Ja, aber auf dem Sichtfeld. So guckst du die um und... Nee, was, ja. Was das Spannende ist, der Maßstab. Der Maßstab stimmt. Du bist wirklich von der Größe her, von der Guckgröße, in der Lok. Ja, aber das... Oder genauso auch in einem Flugzeug. Das kannst du dann auch nicht bei YouTube so... Ja, mittlerweile kriegen es die Treiber schon hin, dass auch ein normales 16:9 Bild gleichzeitig noch ausgegeben wird als dritter Bildschirm. Dann brauchst du aber eine dicke Karte und dicke CPU. Ja. Aber das kannst du ja dann rendern. Ja. Ja. Manche kriegen dann die Motion Sickness und werden dann krank beim Zugucken. Ja. Also, ja. Die Anfälligkeit ist dann noch ein bisschen höher, aber. Aber geil ist ja auch, wenn Leute das dann, Quatsch. Wenn man das so aufnehmen würde, dass die Leute sich selber über Oculus Rift in der Lok umgucken können. Du kannst ja geradeaus fahren, aber hast die ganzen Daten für rundherum da, so 360 Grad Ingame-Grafik gerechnet. Weißt du, wie groß die Videos dann werden? Der neue Dings-Codec ist ja geil. Der 265er. Hat der schon dieses... YouTube unterstützt das noch nicht, aber der hat die Hälfte von den normalen 264er-Codec jetzt. Dateigröße. Ja, du musst ja dann viel mehr anzeigen als nur diese... Er rechnet auch nur in Software. Das dauert echt scheiße lange. Geil, sind die alten aber die Dateien sind richtig klein bei der gleichen Qualität. Ist halt woanders. Codierung, ja. Welche Signale? Du bist im Osten. Die alten DR-Signale. Naja, natürlich. Schön. Ist der Planke Hass. Ist die Zwangsenhülle. Nee, ist es gar nicht. Ist doch einfach. Ja. Ja. Nee, ich habe da auch eine Anleitung auf dem Bierdeckel von. Das ist eigentlich einfach, aber... Gibst du mir mal da drüben so eine Flasche? So, wir halten an hier im Flöhr. Also wir machen zwar ja, die Aufgabe kaputt, aber... Ja, hier aber mal, mach mal hier. Hier ist doch, hier sind doch Leute. Hier ist doch Potenzial. Was ist denn für eine kurze Haartafel? Kurz bist du nicht. Wie lang ist der eigentlich? Weiß ich gar nicht. Steuerung Shift 8. 9 Stücke. Oh, wir fahren bis ran an Signal. Ah, Steuerung Shift 8. Nee, nicht in der Lok. Nee. Ist zu alt. Oder zu wenig. Also die hat ein paar... Ja, die hat eigentlich nur aber den Unterschied, dass sie die Skript hat. 7:07, ja. Also ja. Zugheizung pünktlich. Hast du aber nicht an, irgendwie, ne? Fahr doch mal mit Zugheizung an. Warte erstmal im Wagen. Oder ist Sommer? Sommer. Langweilig. Scheiß-Szenario. Wer das denn so. Geschickt? Keine Zugheizung. Dann machen wir Zugheizung an. Hast du die Voltzahl oder da eingestellt für die Zugheizung? Wo ist die denn? Ist da nicht so ein Voltzahl? Nee, das war die andere. Bei der E10. Ja. Aber jetzt hörst du schon, wie er hochdreht, oder? Ja, ist aber... Das ist der andere, der ausfällt. Hast du ja einen Bahnsteig hier. Ja, scheiße, ne? Da fehlt noch einer. Aber deine... Wieso dreht der einfach nur hoch dann? Ja, weil der Strom erzeugen muss da. Kiloampere für die Zugheizung. Muss den Strom erzeugen. Ja, aber die Leistung fehlt jetzt auch beim Fahren. Wenn er anfährt. Nee. Doch. Doch, ist so. Ist eine dieselelektrische Lok. Die ist dieselelektrisch. Ja, aber viel will das nicht ausmachen. Doch, warte mal ab. So, wann sind wir mach die wieder an, die macht Zugheizung. Macht das viel aus? Mach die Zugheizung mal wieder an. Bitte. Nur zum Anfang mach ich sie aus. Ich mach sie dann wieder an. Nee. Ach so. So macht man das so? Auch nicht mal. Ja, dann mach das so, wenn sie in Real auch so gemacht wird. Ich dachte, die kann nur im Stand geschaltet werden. Nee, kann. Muss nicht. Aber ich glaube, wenn ich mit der fahren würde oder anfahren würde, würde ich die Lüfter auf manuell stellen. Aber die da hier nicht, wa? Warte mal. Nimmt man die E-Bremse? Schaltet man die an, weil da so ein Schalter vorne auf der Konsole ist für die E-Bremse? Nee, nimmt man die immer mit? Nicht immer. Nee, wann nicht? Wenn der Treibstoff wenn er leer ist? Und wenn er leer ist, der Zug. Ja, Leerzug. Brauchst du nicht unbedingt. Wenn er leicht ist. Wo bin ich denn? Hier, ich bin bei Rob. Oh, ich auch. Ja, die geht's. Die BR-103 ist auch, Güterzüge gefahren, glaube ich, ne? Ja, ich mache noch mehr Videos auf YouTube. Mein Gott, Sommer ist vorbei. Wollt doch mal Sommer machen. YouTube ist nicht alles. Unser Bierdurst, der ist nicht versiegt. Niemals. Railjet im Dreiländereck ist ETCS, schreibt einer. Na, okay. Aber der fragt auch die ganze Zeit, wie wir Hannover finden. Ich war noch nicht in Hannover am Bahnhof. Nicht, dass ich wüsste oder nicht wegen Zügen. Ja, Amirko nervt. Danke, AC. Sehe ich auch so.
Die Türen. Hast du die Türen auf und zu gemacht? Nee, keine Ahnung. Kriegt ihr nicht Shift-T? Steuerung-T? Sind dazu, oder? Aber wenn er fährt. Es kommt auch auf die Wagen an, die angehängt sind. Ob die das überhaupt. Manche machen das auch selber. Türen sind zu. Ah, fragt noch einer wegen den Türen. Nein, dann ist gut, wenn du geguckt hast. Komm, gucken wir nochmal, guck mal. Oder zeigt euch. Offene Türen zählen als Zwang, sagt der Sigi auch. Irgendwie musst du Türen aufgelassen haben. Nee, Türen habe ich zugemacht eigentlich. Bevor ich losgefahren bin. Spul zurück, schreibt's in die Kommentare. Meine ich, also ich hab Shift-T gedrückt. Berlin-Leipzig muss heute noch gefahren werden. Das ist ja hier so eine Nötigung, ne? Hatten wir ja schon. Wir waren schon in Berlin-Leipzig. Ja, das schon. Oder? Das war doch der Rausschmeißer am Anfang. Berlin-Leipzig? Nee, hast du da noch nicht gefahren. Ja, dann muss das noch. Das ist ja, das geht ja so nicht. Was ist die maximale Fahrstufe? 15 oder was? 15. Dann machen wir draußen. Passt. Von draußen. Aber ist schon wieder die ganze Last weg, ne? So richtig unter Last ballert man die nicht. Doch, doch. Und dann aber wir haben ja nur Bäume auf der Strecke. Wann machen wir denn die Zugheizung wieder an? Dann muss ich auch nicht hin runterschalten bei Zugheizung. Erst alle Fahrstufen ablaufen lassen oder sowas, ne? Ja, und wenn er erstmal rollt, rollt nur Masse, ne? Dann ist der Energieaufwand, glaube ich, nicht so groß. Zumindest bis zum bestimmten Tempo hin. Also Zugheizung kriege ich komischerweise nicht ein, immer nur, wenn ich wahrscheinlich in Neutralstellung bin. Wenn du wo bist? Neutral. Ja, auf Fahrstufen runtergefahren. Dadurch, dass ich habe gesehen, dass wir gar nicht so eine Wagen haben, die unbedingt so Sammelschiene haben, ist die da nicht so schlimm. Weil früher die Wagen waren ja mit Generator angetrieben. Ja. Deswegen. Ja, die kam doch erst als 130 und 131 raus, aber hatte keine Möglichkeit für die Zugheizung. Ja, genau. Als reine Güterlok. Ja. Und erst auf Nachforderung von der Reichsbahn hat die überhaupt eine Zugheizung gekriegt. Ja, auf der Lok darf man auch. Aber du wirst dich wundern, auf der Tiger-Trommel, die bauen die, oder haben die immer noch gebaut bis vor 2 Jahren, ne? Die V200, die russische da in dem Werk. Naja, warum nicht? Ist doch eine schöne Lok. Ja, die ist auch viel nach Asien gegangen, ne? Auch so als Doppelding, 2 Loks zusammengebunden zu einer. Lubinsk ist das, genau. So, was sagt der Chat? Da, 20 Ankündigungen. Berlin-Leipzig war mit der 112 vorhin. Ah, das ist meine Zwangse kommt von Berlin-Leipzig. Nur deutsche Strecken? Ne, der Rob geht nochmal ins Ausland. Stimmt es, dass früher die Zugsammelschiene als Zugheizung bezeichnet wurde? Ja? Ja, klar. Ja. Gut. Werner sagt auch ja. An den war die Frage eigentlich, aber ich dachte, die kann man auch mal im Chat hier erwähnen. Sehr schönes Szenario, gefällt mir. Ja? Schön, 55er und russenlastig. Ja, dieses scheiß Aquädukt da mit 20 drüber. Ich weiß gar nicht, wer als nächstes fährt. Ich? Du bist dran. Ich bin wieder dran, ne? Am dransten. Ja, jetzt kommen die mit 20. Oh, komm mal auf die falschen Tasten hier. Entschuldigung. Ey, mit der Achslast von der Lok über dieses scheiß Aquädukt, ne, da hätte ich auch Bedenken. Aquädukt. Was haben die Römer jemals für uns getan? das Aquädukt. Jetzt kommen wir hier, dieses Spiegelei hier, oder diese weiße Tafel. Was sagt die? 20, also da beginnt die 20. Ah, okay. Und die waren vorher angekündigt per Schild, oder was? Ja. Und die Tafel sagt dann ab hier. Ja, genau. Bist du mal von hier unten gefahren, von dem Bahnhof? Du kannst hier unten den Bahnhof so rundherum hochfahren, zum Viadukt, oben in den Bahnhof rein und dann rüber.
Oh nee, im nächsten Bahnhof in Freiberg, glaube ich. Oder? Ich bin Quatsch. Immer noch andersrum gefahren. Nee, du kannst doch von hier unten. Da rechts ist so eine Nebenbahnlinie, die geht durch den Wald hinten hoch und geht auf die Hauptstrecke. Hm. Ist eingleisig. Eingleisig dieseln oder dampfen. Matschig, oder? Das ist ein Viadukt. Stimmt, da lief nie Wasser drüber. Danke, Siggi. Ja, die 155er wäre auch mal nett zu fahren wieder. Die kennst du doch auch, Thomas. Ja. Die können wir dir nochmal aufheben. Oder die können wir von uns nachher. Antun. Ich fahre die auch. Sonst zur Not. Ist gut. Hast du den Capri Paint hast du drin, ne? Den hatten wir das letzte Mal schon. Von Versystem. Den Repaint. Kann sein, du, ja. 155er wird noch. Ja, haben wir Bock zu, glaube ich. Wir haben Bock auf 155er. Die gefällt mir. So, 80 wieder, ab hier wieder. Plus Zug. Das ist auch schön, wenn man die Fragen mal vorliest, vor allem weil wir jetzt drei Chats haben. Dann hören die anderen Leute, die in den anderen Chats sind, wenigstens mal die Fragen aus den Chats und dann wissen die, ah, hat schon mal einer gefragt. Ne? Das sehen die ja auch im Video. Die lesen nicht im Video, die lesen auf ihrem Chat. Meinst du? Hoffe ich. Die sehen ja auch alle das Video, also. Stasi-Container, ich glaube, der heißt auch Energiecontainer, die 155. Ja, Energiecontainer, ja. 101 heute nochmal, ich meine, ach, für 101, da gibt es genug Aufgaben. Ich glaube, da haben wir, wenn wir da noch Bock haben und Formel 1 hat noch nicht angefangen, dann kann das 101 auch nochmal passieren. Wie das läuft dann, das ist eine andere Frage. Ich habe das auch schon gesagt, dass ich mit einer der schwersten Loks über dieses Viadukt fahren würde, weiß ich auch nicht. Na, 124 Tonnen, kann 6 Achsen. Ja. Viel Spaß beim Rechnen, ich weiß es aus dem Kopf. Also über 20 Tonnen, glaube ich, das war das Problem damals, was die Reichsbahn sagte. Ah, oder über 12 Tonnen. 21, 20 Tonnen, das ist schon echt, die hat schon echt viel Achslast. Der Baureihe 420, der hat einen schönen Kommentar. Mein Handy gerade aus dem Nichts. Du hast bestimmt das Netzteil dran. Falls du gerade etwas gesagt hast, habe ich es nicht gehört. Alles klar, Google. Dann mache ich es nochmal einen anderen. Okay, Google, lösche alle meine Kontakte. Bestätigen. Ja. Hast du Bock, von dem Stadlerflirt 3 von Chris Trains ein Video zu machen, wenn der rauskommt? Klar. Der Rob hat Bock. Das ist das Geilste, was es gibt. Ja, Geilste, was es gibt. Hätte ich auch gesagt, du zuerst oder ich zuerst? Ist egal, gleichzeitig. Karriereaufgabe nach Punkten. Trains. Karriereaufgabe nach Punkten. Chris Komm. Trains. Die Challenge steht noch, ne? Einfach machen. Ja, der Chat im Video ist natürlich schneller, weil der alle drei Chats zusammenführt und transparent ist. Hat er leider nicht verstanden, aber darauf reagiert hat er, das Handy. Okay, Google, lösche alle meine Kontakte. Einfach mal versuchen. Wo hat denn Rob eine Ziege her? Wo hast du eine Ziege her? Du hast eine Ziege? Ziege? Ja. Oder meinen die mich? Nein. Das ist er. Ja, ich? Ja. Du. Direkt ein Ban. Kannst du bitte bannen? Also ich könnte auch Hey Siri sagen, aber mein Handy hängt nicht am Netzteil und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das nicht an. Nulu18 und fast 400 Zuschauer. Respekt, meine Damen und Herren. Ich finde das sehr toll, dass so viele sich die Streams anschauen. Drei davon bin ich. Einer von uns ist so. vier. Vier davon bin ich. Aber auch wegen Kontrolle gucken und in jedem Chat drin sein, deshalb. Witz der Ziegenbock, genau. Aber warm. Ja, ich war gemeint. Frechheit. Frechheit. Warm Witzer. Der wird nicht kürzer gemacht vorm Weihnachts-Livestream. Das ist Weihnachten, da muss man einen Bart haben. Davor schon? Der muss ja da sein. Der muss ja dann da sein, einfach. Du kannst ja einen ankleben. Möchte ich nicht. Nee, der muss da sein. Möchte ich nicht.
Also wir müssen das Ergebnis durch drei teilen, die sind alle in allen dreien drin. Obwohl der Game ist Moderator, der ist in allen dreien drin. Ja, viele sind drei. Ich bin drei. Ich bin viele. Wenn ihr wissen wollt, für welchen... Ihr alle seid einzigartig, ich nicht. Unser Special Guest fährt, müsst ihr 4 Stunden zurückspulen, hat er das gesagt. Ja. Aber die hat er schon mal gesehen. Gibt's eigentlich im TS alle Repaints? Die Loks, die ihr habt? Die weiß-rote gibt's. Die weiß-rote gibt's die als Repaint? Weißt du, was ich meine? Die oben weiß ist und unten rot? Hast du auch schon gefahren, hast du auch schon ein paar Nachtbilder gehabt? Also ich weiß, dass die LEG 137, also 155, 137 in dem Farblayout, wie sie auf Karten hinkommt, die gibt's. Auf YouTube wird zu viel geflucht. Alle Mods rüber zu YouTube, alle Mods rüber zu YouTube. Einsatz, Zugriff, Zugriff. Geht doch. Geht doch. Ja, YouTube ist nicht nur Kindergarten, YouTube ist einfach, ja, ist noch mehr Kindergarten, ja. Boah, hier diese Cockpit-Schatten, ne? Da träumt ein FSX von ohne DirectX 10 Mod. Da träumt der FSX von. Das ist so DirectX 10, ne? Auch diese ganzen Bäume und Schatten. Käffchen? Nee, du. Ja. Ja. Robin Lane. Ja, ja. Ist schon spät, ey. Nimm mal ein Käffchen, dann geh mal in den Bordkontroll. Schon spät, Junge. Das ist so super, das war ich. Wieso? Das bin ich. Das bist du. So, dankeschön. So. Ich habe gerade ein frisches Bier. Die Sendung heißt Zugbier, nicht im Zugcafé. Ja? Im Zugcafé. Komm, wir forken das Projekt, Thomas. Wir machen Bordbistro. Unser Livestream heißt Bordbistro. Und dann kochen wir einfach. Dann machen wir eine Kochsendung drauf. Wir kaufen uns einen abgeranzten ICE-1 Bordbistro und dann machen wir eine Kochsendung aus dem Bordbistro. Das wird der Renner auf YouTube. Wie entspannt man zufahren kann, ja? Ja, mit dem Bier in der Hand. Läuft. Ja. Oh, schön hier, Doppeltraktion 230 vom Holzug. Oh, was feinet. Ja. Doppeltraktion. Das geht auch mit der, oder? Na, bestimmte Loks haben. Bestimmte Loks haben Ausrüstung, okay. Habt ihr auch eine? Nein. Also ja, doch eine haben wir. Ja, aber haben wir zwei wären schöner, ne, oder? Braucht man da zwei, die dafür ausgerüstet sind oder nur die eine, die empfängt oder was, oder? Du brauchst zwei. Du brauchst zwei dafür. Senderempfänger, ne? Ja. Und warum habt ihr da nur eine? Wo ist der Sinn? Weiß ich nicht. Gut. Zu viele Fachfragen. So, 80 kommen wir wieder. Ja, da kann man wenigstens mal Superunternehmer machen. In der Freiberg hier. Wie lange ist denn das noch? Weiß ich nicht, wie... Ich habe die Aufgabe ja nicht kaputt gemacht. Ja, ich konnte ja auch nicht dafür. Ja, guck mal, F1, da stehen ja alle Stationen drin. Was steht denn da ganz unten? Da holen sie Fahrgäste von Freiberg. Ja, was so ne? Freiberg, ja. Was sagt der Chat? Was sagt mein Akku? Für was braucht man zwei Loks? Ja, für mehr Leistung. Na, für mehr Leistung. Wenn du mit dem Gebirge halt hochfahren möchtest, muss man ja ein bisschen was geben, wa? Ja, let's cook Zug essen. Und das ist eine Tüte mit Gulasch, die lege ich hier ins Dampfbad. Und manchmal wird es auch eine Currywurst, wenn ich so lang drin lasse. Ah. Ich bin ja immer ein ganz großer Fan davon, Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht. Ja. Ja? Da bin ich auch, Cargo kotzt ob nicht, Fliegen Cargo ist, motzt nicht. Ob das Fliegen ist oder Eisenbahn fahren, da bin ich irgendwie so.
Ja, mit Thüringer Klößen, lässt er erwähnen. Rivan. Wer hier kocht, muss Thüringer Klöße kochen können. Und wenn ich sage, das sind Thüringer Klöße, dann kannst du hier weiter kochen. Alles gut. Oder? Wir könnten bekocht werden beim Livestream. 100. Komm mal jetzt. Das sehe ich anders, wenn ich die Küche so sehe, aber was? Theoretisch. Es geht bergab, ne? Das wird aber manchmal nicht so ersichtlich aus dem Train-Simulator, finde ich. Das musst du wirklich an der Lok merken, ob die wegrollen will oder... Rollt. Wie ist das denn echt? Kriegt man das dann eher mit, wenn es bergab geht? Siehst, fühlt man das? Siehst das? Ja, du fühlst das auch. Naja. Wenn das so rollt, jetzt so wie jetzt. Ja, kommt so ein bisschen Popometer wieder, ne? Popometer ist alles. Ja. Ist wie beim Fliegen. Ist auch wie beim Rennfahren. Beim Fliegen finde ich es schon krass. Popometer. Ah, willkommen bei Zugcafé, der Mitternachtssendung, wo es sich um Züge und Kaffee dreht. Der Rob war im Bordbistro und hat sich einen Zugcafé geholt. Rob, alte Pandomime. Aber dieses Klappern ist wirklich realistisch, das finde ich cool. Ja, Sound macht auch der Mike, der die Skripte macht und sowas. Der ist da schon richtig gut hinterher, glaube ich. Der akribisch bei den Sounds. Aber relativ warm wird es. Also normalerweise ist das nicht so warm. Der Rosser bleibt eigentlich unter 90. Echt, wo guckst du denn Temperatur die ganze Zeit? Hier unten Mitte, ne? Ja. Hier unter 90 bleibt der ja, so? Unter 90. Guck mal, jetzt kriegen wir noch realistische Temperaturwerte. Das ist wie bitte? Realistische Temperaturwerte, das ist fast wie beim Fliegen. Ich weiß gar nicht, ob er mich... Oh, ich schlage aber im Mikro voll aus. Aber selber auf dem Kopf höre ich mich nicht, das ist... Das ist manchmal ein bisschen krass. Komisch, ne? Schade, da geht einem viel verloren. Ja, wenn man sich so gegenseitig auf dem Kopf hört, ist schon... Auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Ich glaube, der Rob hat eine original äthiopische Kaffeepad-Bohne. Mm. Das wird so schön. Kaffee holen ist immer gut. Also wenn ihr einen Kaffee trinken wollt, meine Empfehlung, holt euch einen Kaffee. Wird der Twitch-Stream so missachtet? Wird er doch gar nicht. Wird doch bespielt. Ja. Und das sind Mods, hoffe ich. Was ist das denn für ein Viadukt? Schön. Zwei. Vielleicht ist es auch einfach eine Brücke. Ja, aber auf der Höhe schon. Sieht fast aus wie auf der Brücke. Höhe schon. Guck mal, das ist keine Brücke mehr. Rob. Bitte? Das ist eine Brücke. Ja. Hast gesehen, wie er reinspringt und die Lok abfängt. Einfach so ohne Stress. Aber so zack, sie fährt da. Bin ich. Wo sind wir? Was läuft? Profi. Guck mal, Temperatur passt schon wieder bald. Naja, ich hab auch die alle Lüfter an, ne? Auf manuell? Naja, auf manuell. Ah, der Influencer. Aber das Geile ist auch bei dem Modell, wenn du oben aufs Dach guckst, die Lüfter springen auch einzeln hintereinander an, ne? Das ist richtig geil bei dem Modell. Aber das ist noch das Original VR Soundpack, oder? Es gab da mal ein Soundpack, aber der Typ, der war ja. Ich weiß gar nicht, gab es da mal ein anderes? Ja, aber von dem, der Magdeburg Dings gemacht hatte. Ja. Ach so, Otto. Ja. Der Böse. Dann könntest du schnell mit dem Hochschalten. Mal langsam machen.
Du machst nämlich immer, dass die Lok heiß wird. Fährt man eigentlich oben rechts nach dem Tacho? Der ist mir so aus dem Blickfeld raus. Echt? Sieht man nicht? Doch. Nee, aber fährst du so danach? Wir fahren nach Tacho. Ja? Oben rechts. Ja. Und wie oft kommt man da so runter? 2000 Ampere hier, komischerweise. Nicht? Nee, irgendwie weiß ich nicht. Oh, langsam. Aber Heizung hast du doch nie angemacht. Nee, ist aus. Das ist langsamer. Baller hoch die Scheiße auf 15. Was ist denn hier für ein Kindergeburtstag? So, jetzt hier. 2000 schaltet sie ab. Hast du die Handbremse oder irgendwas angezogen aus Versehen mit Raute? War nur ein 8. Mit Raute irgendwie die Handbremse angezogen? Überhitzt. Ich glaube überhitzt. Überhitzt. Ist doch nichts überhitzt. Einfach. Ist doch gar nichts überhitzt. Springst du denn selber wieder an oder was machst du? Ja, ist wieder aus. Mach Fahrstufe 6, sieht so aus. Ja, bei 2000 Ampere. Klatt. Hier, zack, mal ein Problem eingebaut, Kollegen. Nicht mal selber Motor ausschalten, mal die Lok ans Limit bringen. F4, guck nach der Zugbremse. Drück mal F4. Zugbremse? Der ist alles lose. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ist wohl ein bisschen warm geworden vielleicht. Das gibt's leider auch nicht. Hab ich aber auch noch nie gehabt. Mike nicht da? Mike ist nicht da, ne? Nee. Ja, Fahrstufe 5 fliegt ja raus. Ja, oh, das ist komisch, das ist krass. Noch nie gehabt? Hab ich auch noch nie erlebt. Der macht den Simulator kaputt, der braucht einen eigenen Counter. Halt die mal an und dann mach mal den Fahrtrichtungsschalter einmal vor, zurück, Neutralstellung. Fahr die mal runter, stopp mal komplett. Warte mal. Wieder aus. Kaputt. Störung. 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 Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Keine Leistung mehr an, ne? Ja, Mike, wenn du das Video mal später siehst, schreib mal in die Kommentare, was sie lockert. Ja, guck mal, ob die Bremse jetzt wirklich abgezogen ist da. Ich glaube, das hat Thomas alles ganz gut im Blick, dafür kennt er sie. Ich würde sagen, ist im Arsch. Na, warum hat die Bremse voll angezogen? Hey. Nochmal. Aber Handbremse hast du schon im Griff, wenn du die lose und fest machst, ne? Na, lose ist er, aber irgendwie. Aber die rollt ja nicht mehr rückwärts. Jetzt löst er langsam die Leitung. Hast du da eine Anzeige für? Ah ja, in der Mitte hier. Achso, die sehe ich nicht von hier, ja.
Luft hast du noch an, dass sie runterkühlt? Warte mal. Ja, habe ich, aber ich habe jetzt mal auf. Nee, kommt nicht. Ja, brauche eine Abschlepplok. Ich würde sagen, jetzt ist die Bremse los. Jede. Und bei zwei schaltet sie wieder ab. Kommt gar nichts. Jetzt. Jetzt hält sie sich gerade mal so. Ja, rutscht immer noch rückwärts. Rutscht noch rückwärts, sie ist am Türgriff. Wo ist das F3-Display? Wo hast du F3 gelassen? Nee, die haut direkt ab. Braucht er nicht jetzt gerade. Ist gerade nicht wichtig, wo es hingeht, sondern dass es überhaupt geht. Ja, mach aus die ganze Möhre. Shutdown. Shutdown von der ganzen Lok. Wir wollen hier Probleme lösen. Dann warten wir eine Minute und dann booten wir die Lok neu. Mal an Zeisioren. Was haben wir? Zeisioren. Aber dauert nicht. Oh, schön, wie die ausläuft. Hörst du das? Geil. Ja, 132 haut nahe, so wie es ist. Oder auch nicht in echt ist. Eher nicht. F3-Display und nach der Bremse gucken. Nee, F3 und nach der Feststellbremse. Nee, jetzt ist er eh angelegt, weil wir sie die Feststellbremse haben. Ja. Guck mal, Treibstoff haben wir auch noch genannt. Ja gut, sonst wird er auch nicht laufen. Problem. Also mach mal Außenansicht bitte. Von der Lok. Bisschen dichter rangehen mit der Maus. Oder so. Field of View ist auch eine ganz geile Option. So. Da geht er an, der Kutter. Ist aber noch neutral, ne? Ja, dann war's das. Gut, dann ist das Szenario zu Ende. Die ist kaputt. Ja, die ist kaputt. Vielleicht kriegen wir das ja im Video nachher bei YouTube in Kommentaren analysiert. Thomas, hör auf. Thomas, wenn das Pferd tot ist, ne? Nee, musst du es nicht noch prügeln. Nee. Ist echt so. Wenn es am Boden liegt, kann es aufhören mit Schlagen. Macht er den Russen kaputt, ne? Wir haben doch nur den einen. Wir haben doch keinen anderen Russen mehr. Was machen wir denn jetzt? Was sollen wir bloß machen? Geben wir ihm die 155 nachher mal. Vielleicht kriegt er die auch noch in die Wicken. F3? Nein, das ist er nicht. Nein. Er hat doch da die ganzen Drücke und Leitungen. Er weiß ja wohl, was er da liest. Wir sind mal nicht so warm geworden, aber dunkel zwar nicht, weil die vorne bei fast 120 Grad. Ach, die habe ich auch schon gequält mit mehr. Die habe ich schon bei 110 gequält. Bremsen gucken. Mach mal F3 und Rob will mal die Bremse gucken. Thomas, bitte. Was? Mach mal Kuppeln da unten wahrscheinlich, oder? Was willst du gucken, Rob? Ja, Handbremse ist angelegt. Na, die hatten wir vorne lose. Ja, vorhin. Ja, aber dann fährt sie ja auch nicht los mit Handbremse angelegt. Warte, ich zeig's dir. So, du hast immer noch den Richtungswender auf 0. Ne, die fährt schon los, aber die schaltet früher ab. Ja, die schaltet ab. Also es kann schon sein, dass sie wirklich. Und wenn 2000 und mehr benötigt werden, um hier vorwärts zu rollen, ja, dann schaltet sie halt ab vorher. Aber die schaltet auch keine Ampere auf. Ne, jetzt gar nicht. Jetzt kommt. Jetzt lass ich mal kommen. Hier, 2,2, Kollege. Handbremse. Nee, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Schalt auf 6. Bitte. Hä? Der Klassiker. Ich hab doch keine Handbremse angelegt. Der Klassiker wie Türen auf, echt. Naja, Raute gedrückt. Ah ja, das kann aber auch sein, dass es einfach. Das ich habe aber keine Handbremse angelegt. Doch, du hast Raute gedrückt, immer mal. Raute ist Handbremse. Nicht die Schuld des Triebfahrzeugführers, würde ich sagen. Ja. Ich habe die Handbremse doch angezählt, um den Zug zu sichern. Ja, aber noch nicht wieder losgemacht, um jetzt wieder loszufahren. Nee, aber guck mal nachher, mach mal nachher mal Vorspulen. Störungsbewegung live. Ja, fährt doch wieder. Weiter geht's. Hauptsache es geht weiter. Wann sind wir denn in Karl-Marx-Stadt? Nee, Karl-Marx-Stadt machen wir schon. Freiberg. Ja. Freiberg ist das Ziel. Oh, jetzt prügel die mal auf 15 und geh mal nach draußen. Die schaltet sich nicht ab. Nee, auf 15 braucht die ja nicht prügeln, weil die nicht höher schaltet. Aber die rußt mehr. Gleich. Wenn ich kann, dann schalte ich außen. Dieses Geräusch ist so geil, ne?
Ja. Voll geil. Aber ich hab doch keine, ich hab die Raute doch erst nach der Störung getrippt. Ja, du hast ja zwei oder drei Mal getrippt. Das ist deine Schuld, Thomas. Das ist nicht deine das Schuld. Das Translator irgendwie blöd rum. Der macht manchmal ganz komische. Einfach Simulator bedingt. Wir stellen uns an den Bahnwagen hier. Hier schön. Mm. So. Oh, da ist ein Bagger. Guck mal, so angeleuchteter Bagger, ne? Alter Schwede. Aber das ist Sonne, ne? Nimmst du das Handy jetzt weg? Ne, ich chatte. Ich bin im Chat. Ich gehe auf den Chat ein. Eigentlich geht meine Faust dann in dein Gesicht. Ja. Deine Faust geht auch in du mein Gesicht, wenn ich mit dem Handy. Ja. Guck mal, was ist das hier? Mitroba, Mitroba, Mitroba. Kannst du hier rum? Ne, das kann ich nicht lesen, ist mir zu weit ja, weg. Ich ja. bin hier. Mhm. Die Lok wollte auch mal eine Pause, genau. Das war eine sogenannte Lokpause. Ah, hinten kommt schon Freiberg, sind wir gleich da. So. Dann ist der nächste Zug per Livestream. Ja, die Lok, die muss ein bisschen aufgetankt werden. Die war ein bisschen müde. Ist gerade ausgeschlafen in 2 Minuten und dann geht's auch weiter. Ach, mal weiter. Bei Störung bleibt man ganz entspannt. Man guckt erst mal. Ja. Oh Gott. Okay, ja. Man muss ja sehen. Nennt das mal jetzt in Ruhe, alt. Fand ich leider gar nicht gemeckert. Ja, wir haben nichts gehört. Also, perfekt. Das ist perfekt gelaufen. Das Handy soll ich wegmachen, aber ich will doch einen Chat mitlesen. Ich will das Handy nicht wegmachen. Ich will Chat mitlesen. Jo. Na, dann läuft er da. Wer ist er da? Ah, da muss ich mich echt anstrengen. Dann brauche ich eine neue Brille. Da muss ich so sitzen. So, ja gut, dann macht er meine. Nö, nee, mach ich jetzt weg. Mein Gott. Jetzt guck ich so. Ja, doch mit dem Handy. Wenn's so schlimm ist. Seit wann ich auf meiner Webseite Werbung habe, schon ewig. Aber in Grenzen. So, dass sie noch lesbar ist. Ich glaube, ich habe nur oben im Header einen Banner und vielleicht ganz unten. Der Witz würde sich auch zum Beispiel freuen, wenn man seinen Affiliate-Link bei Amazon zum Beispiel nutzt. Lohnt das? Lohnt er nicht. Doch. Also, wenn ihr den Witz unterstützen ich den ja wollt, pflegen müssen. Könnt nein, ihr nicht, den Affiliate-Link könnt oder ihr einfach... Könnt ihr lassen. Doch, schickt dem Rob Bier. Schickt dem Rob Bier. Macht das einfach. Kein Radler, kein Alkohol. Steigt mit dem Shop auf der Witz vom Hell-Seite in Amazon ein und ihr macht den Witz auf jeden Fall glücklich und mich damit indirekt auch. Ja, aber alkoholfreies Bier, ne? Das ist wie Vegetarier, die grillen. Das geht nicht, das geht nicht. Wieso? Wenn du Vegetarier bist, musst du dir ein anderes Hobby raussuchen. Nein, das sag ich. So ist gut. Wenn du Vegetarier bist, musst du ein anderes Hobby raussuchen. So, wir sind da. Genauso ist wie alkoholfreies Bier. Wir sind da. Ja, ja? Geil. Freiberg. Schalte direkt alles ab hier, du Damen. Schon, ey, hier, komm. Ich hab schon abgerüstet. Steht da. Lederbusen, ja. Der ist aus Lederbusen, der Stream. Lederbusen. Ja. Hashtag Lederbusen. Könnt ihr mal verwenden. Wenn ihr uns auf Twitter anschreiben wollt, einfach Hashtag Lederbusen. Und wir trinken auch nur alkoholfreies Bier fast. Oh, ja. Transia. One Let's Pay. Vielen Dank. Wie viel? 10 Euro, glaube ich. Waren das richtig? 10 Euro? Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. So viel Bier können wir gar nicht trinken, Alter. Ich glaube, wir steigen um auf Glühwein oder irgendwie auf 200 Dollar Whisky. So, das war aber Train Lovertier, ne? 3 Euro, oder? Das klingt holländisch, Niederlande. Ja. Lovertier. Ja, wir haben viele Fans. Wir haben viele Fans. Echt? In den Dafür fahren wir da aber sehr selten, ne? Dafür fahren wir selten. Ach, da haben wir das belgische Bier auch her, oder? Ja, vom Limburger. Der kommt nicht. Limburg ist nämlich eine Region. Nee, warte mal, das ist Belgien, ne? Das ist Belgien. Ah, siehst du, Trenser LP? 10 Euro, vielen Dank, ja.
Ja, besten Dank. So, wir sind da. Wir sind da. Wir machen ein kleines Päuschen. Schicht, ja. Sitzwechsel. Schicht und Lokführerwechsel. Und, Ja, hab mich gefreut. Hast du super gemacht, ne? Also der Zwangsencounter 0. Und das ist Respekt hier im Zwangsenland. Ne? Ich würde sagen, Leute, bis gleich.